So, es sah aus wie Juan oder so hieß der Typ. Bin mir nicht sicher, aber der einer der Chimerida-Leute da, der ganz kräftige Typ, fette glatt, der auf Elise aufgepasst hat. So sah das aus. Deswegen war ich kurz verwirrt. Was? Der Busch? Okay. Der Busch ist solid. Und ich hoffe voll, dass Shin Megami Tensei noch diesen Monat. Naja, okay, es wäre eigentlich für mich nicht so schlimm, wenn es noch im Oktober rauskommt. Weil im Oktober kommt ja bisher nur Bayonetta raus. Also Bayonetta 1 und 2 für die Wii U. Und ich werde es mir auch holen. Also diese Special Edition, bei der beide Spiele drin sind. Denn ich finde Bayonetta großartig. Ich habe das schon, glaube ich, dreimal oder so als Let's Play gesehen von drei unterschiedlichen Leuten. Und ich finde es einfach sehr gut und würde mich sogar freuen, es selber zu spielen. Ja, aber Bayonetta 2 kannst du ja nicht auf der 360 spielen. Ich weiß schon, was du meinst. Jedes andere hast du auf der 360 gespielt. Ich aber nicht, weil ich habe keine. Der hat viele Leben. Und er holt sich schon wieder Verstärkung. Ja, diesmal haben sie noch weniger Leben. Oh, ich habe einen der Mann, ist der Gegner nervig. Okay.
Au. Naja, nicht mehr viele Leben. Ist sogar ein paar Level über uns. Na komm, geht drauf. Danke. Ich werde mir Bayonetta 1 auf jeden Fall. Ich werde Bayonetta 1 auf jeden Fall spielen, weil ich es halt noch nicht gespielt habe. Ich kenne zwar das Spiel gut genug, weil ich habe halt genügend Let's Plays dazu gesehen, aber trotzdem einfach selber zu spielen ist halt nochmal was anderes. Das wollte ich nicht, fuck. Weil das ist der Kleine. Das ist ein bisschen Schaden, was halt nicht auf den geht. Ich hätte es gerne auf ihn gehabt. Das ist, dass sie kurz diesen Unverwundbarkeitsdings haben, wenn sie rauskommen aus der Erde. Besiegt. Sehr, sehr nerviger Gegner. Und Gallas und Musee haben keine Erfahrungspunkte bekommen. Egal. Alle Elite-Monster besiegt. Vertrauensvolle Anführer. Ex-Rivale. Als Titel freigeschaltet. Und Katzen sind zurückgekehrt. So, dann geben wir das mal ab. Mal gucken, wie viel Geld wir bekommen. Wir haben jetzt gerade irgendwas bei 150.000.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Elite-Gegner waren das. 9. Das waren 700.000 Geld. Galt. Bronzemedaille bekommen. Kann ich abgeben? Kann ich abgeben? Marke. Das kann ich auch noch alles annehmen. Luger, you know you can't pull a fast one on our bin. Oh Mann, ich könnte so viel Geld ausgeben. Ich spare das erstmal an. Thanks. See ya. Well done, Mr. Kresnik. I have a message for you from President Bacor. I want to meet the real Maxwell. Bring her to Spirius. End quote. Please follow through at your earliest convenience. All anyone cares about is the stupid Maxwell, Mila. I'm sorry. Hey! Dann möchte ich mich nochmal aufdrängen. Such a greedy bank, isn't it? Of course, I'm part of the problem. Ja, Bonusteilung gemacht. Zwei weitere Titel darf ich erhalten. Man, it sure is weird to be traveling with Gaius and Musei this time. Indeed, we were mortal enemies only a year ago. I still remember the final battle between Mila and Gaius. When Mila got Gaius in a leg trap chameleon clutch and forced him to tap out. She's joking, obviously. I wasn't tapping out, I was reaching for the ropes. The judge called it wrong. Wait, what? I don't know what this chameleon clutch art you speak of is, but if it has the power to force Gaius to submit, I would very much like to learn it. Shall I teach you? First, you need to find and wrap your arms around a chameleon. Ugh, I can't keep up with this anymore! Luger! The joke's over! Move along! Mmm, roast chameleon. I've never heard of eating such a creature. Served with a nice demi-glace and sliced mushrooms? I believe the traditional garnish for roast chameleon is a dash of spice to give away more color. That sounds delightful! And then maybe you can whip up a plate of cobra clutch. It'll make you just want to fork up everything with your tongue. Or you might say the flavors really coil around your taste buds. Stop! Stop! That's not how you do comedy! You're just beating the premise to death! Ugh! I almost missed when Muse and Gaius were solemnly trying to kill us! Eterian Odyssey. Achso, diese, die 3D ist dann ein Caller. Ich habe, also am liebsten würde ich die spielen oder irgendwie so, aber ich kam da noch nie so, oder anders von mir, sie sind genau mein Geschmack, ich liebe Dungeon Crawler Spiele und so, und auch diese Idee zum Beispiel, dass man die Map selber zeichnet und solchen Krams, finde ich sehr cool,
und dann noch Anime-Style und solche Sachen. Nur das Problem ist halt einfach, irgendwie habe ich noch nie einen der Teile gespielt, weil irgendwie kam ich halt nicht dazu, dass ich mir einen davon geholt habe. Aber vielleicht hole ich mir den neuesten. Der neueste ist doch hier. Also der erste ist doch gerade der remaked wurde, oder? Bin mir nicht sicher. Der mit. Oh Gott, ich weiß den Namen nicht. So ein Mädchen auf dem Cover oder sowas. Es gibt zwei Nebenmissionen mit Gesprächen irgendwo. Nein. Turbulan Höhenstraße. Kanbala. Genau, Millennium Girl, genau, so hieß der. Teil 4. Teil 4 würdest du nehmen? Es war der, der vor dem Millennium Girl rauskam, oder? Und wieso wird mir die Quest hier nicht angezeigt in Kanbala? Du belästigst mich schon wieder. Oh, das ist doch seltsam. Ich habe hier die Quest in dem Gebiet. So, aktuell 4. Ha, ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ist alles gut. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Katzen muss ich da nur hinschicken. Wieder Geld aus der Tasche gezogen. Das wäre aber eine gute Idee. Kurz hier in meine Wohnung gucken. Ruf mich zurück. Freundschaftstrank. Gummifischis. Moskito. Absolute Abwehr. Knigge. Ruf mich zurück. Okay. Gut, dann gleich mache ich Hauptstory weiter. Ja. Okay, also das heißt, Aetherian Odyssey ist eine gute Serie oder ein gutes Spiel, zumindest der vierte. Wirst du dir dann den zweiten holen oder? Oder wie sieht's aus? Ich habe euch gewartet, Luga. Ja. Hauptstory fortsetzen, ja. I recall, I only asked for Luger and Maxwell. We don't trust you spurious people. Oh, why don't you tell me how you really feel, Dr. Mathis? I didn't expect that much spine from one who claims to support both Spyrix and spirits. The accord twixt the two nations has been ratified. Adversity can be a strong foundation for peace.
How selfless of you to come all this way to give me your report. Both as a CEO and a citizen, I'm overjoyed. I take it that you're Beasley Bacor. Looking at you, you do appear to be a formidable man. And you, I would presume, must be the true Maxwell. My Miller was true too, you know! You are correct. Every inch as proud as I'd expect from the Lord of Spirits. The Dimensional Abyss has stabilized. Then I shall transfer you the coordinates of the fractured dimension containing the final waymarker. Have you uncovered the identity of the last waymarker yet? No. That said, you should find it easily enough. Focus your search on the divergence catalyst, as in any other case. If Dr. Mathis and his friends are willing to cooperate, you are sure to succeed. I'll cooperate with Luger, but I do it on my own terms, to fulfill my duty. Indeed. We cooperate because we want to, not because we are ordered to. Exercising your own free will, huh? That is humanity's strength. You have some steadfast friends, Luger. The final waymarker is within our grasp. In this grand endeavor, I wish you Godspeed. You put a lot of trust in Luger. With good reason. The key of Kresnik is mankind's last hope. Only he can overcome Origin's trial. No pressure, right? Kapitel 12, Elle und ich.